So, hallo, da ist er wieder. Also, ich bin ja gestern nach Hause gefahren und habe das soweit probiert mit dem Akku. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das Mannesmann-Akku nicht direkt in meinen Akkuschrauber passt. Dann habe ich das auseinandergebaut, beziehungsweise mal neu geguckt und im Inneren festgestellt, dass die Akkus alle gleich sind von diesen Akku-Packs. Also passt quasi hier rein in das gute Gerät hier, ne? So, und dann ist mir noch aufgefallen, mal raus hier, an der Seite haben wir Ladekontrolle. Das heißt grün, voll, rot, laden. In dem Original-Akku war noch so ein Temperatursensor drin. Der war so an der Seite, innen drinne, von diesem Akku verbaut. Ich denke mal, der überwacht dann die Temperatur und sagt dann bei einer bestimmten Temperatur, jetzt ist der Akku voll oder wie auch immer. Der schaltet dann über einen Kontakt diesen zu. Das heißt, der schaltet dann erst, wenn das reingesteckt wird, schaltet er auf Laden um. Dann brennt erst die rote Lampe. Vorher lädt er den Akku nicht. Und das machen wir jetzt. Ich baue diesen Temperatursensor ein, der von dem alten Akku ist, und probieren es dann aus, ob es geht. Könnt ihr mir ja heimlich zugucken dabei. Und wenn ich mal nicht so viel erzähle, ja, dann erzähle ich halt nicht. Das saß dann quasi hier drauf. Oder wir machen es, dass es hier drauf sitzt, fädeln das hier durch und dann geht es hier an der Seite runter. Hier an der Seite rein. So, Leute, angebrutzelt. Kann der Lötkolben also wieder aus. Haben wir mit 300 Grad auch geschafft. Machen wir jetzt noch ein bisschen sauber. Lieber ein bisschen abtupfern hier. So. Das war bei dem anderen auch so dran. Ne? Also wie gesagt, da ne, mache ich jetzt nichts falsch oder so. Ein bisschen so. Wir müssen jetzt hier das Klebeband aufmachen. Das war die alte Führung. So. Und da wickeln wir jetzt ganz normal das Tesa wieder drum. Am besten so zwei, drei Lagen. So wichtig ist, dass der Kontakt an die rankommt. Und ich glaube, da wird mir noch ein Kunststoffplättchen unterschieben. So, jetzt einmal raus den ganzen Batzen.
Jetzt haben wir quasi hier einen Kontakt. Und dieser Kontakt sollte auf eine Kontaktfahne im Inneren des Gerätes gehen. So, machen wir das zu. Wo haben wir denn unseren Schreibchen hier? Machen wir den über Kreuz. Zack, zack. Wie gesagt, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ganz klare Sache. Sonst kommt ja wieder Ina. Aber jetzt leuchtet, ich weiß nicht, ob ich euch das mal zeigen kann, so. Ja. Jetzt leuchtet da drinnen, da unten diese rote Lampe. Ja. Hier, grün. Wenn ich das jetzt reinstecke, rot. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es lädt.